Einen wunderschönen guten Tag zusammen und buongiorno hier aus dem Kölner Studio. Herzlich willkommen zu CAS Konkret. Mein Name ist Maximilian Norwod und ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid bei unserer Jubiläumsfolge schon, Nummer 10. Wir sprechen heute über ein Land, das ich persönlich, bis vor diesem Jahr sehr viel verbunden habe mit Urlaubserinnerungen, mit gutem Essen, mit gutem Wetter. Jetzt im Juni 2020 kommen leider noch andere Bilder hinzu. Ihr habt alle gesehen, im März, zum Beispiel in Bergamo in der norditalienischen Stadt, gab es ja diese schrecklichen Bilder von LKW, die Leichen durch die Stadt gefahren haben, weil die Krematorien voll waren, weil eben so viele Menschen in kurzer Zeit an den Folgen von Corona gestorben sind. Italien war sozusagen in Europa das erste Land, was es richtig heftig erwischt hat. Bis heute sind mehr als 33.000 Menschen an den Folgen der Lungenkrankheit gestorben. Mittlerweile darf man sagen, ist das Virus vor Ort deutlich besser unter Kontrolle. Es gibt die ersten Lockerungsmaßnahmen, aber wirtschaftlich sitzt der Schock immer noch tief. Ich habe mir mal die neuesten Prognosen heute angeschaut. Je nachdem, wo man hinschaut, wird die Wirtschaft dieses Jahr zwischen -8 und -14% sinken, also doch noch deutlich stärker als in Deutschland. Und jetzt wollen wir uns natürlich fragen, wie geht es denn weiter in diesem Land und was kann Europa tun, um Italien zu helfen. Gewiss ist nämlich eins, diese Krise kann auch eine Chance sein für Italien, denn vor kurzer Zeit wurde ein Hilfspaket beschlossen von der EU, wo Italien am meisten von abbekommt. Das sind insgesamt mehr als 170 Milliarden Euro. Und die Frage, die wir jetzt besprechen wollen, ist natürlich, was passiert mit dem Geld und was bedeutet das für die Solidarität in Europa? Und ich freue mich sehr, dass uns ein Experte live aus Rom zugeschaltet ist. Er arbeitet seit 31 Jahren als Wirtschaftskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, kommt ursprünglich aus Straubing an der Donau, sagt, er ist am Rande des Bayerischen Waldes aufgewachsen und hat VWL studiert an der Uni Regensburg und an der London School of Economics, dann relativ rasch in die Wirtschaftsredaktion der FAZ eingetreten, seitdem eben in Rom, berichtet unter anderem auch über Griechenland und war sogar 6 Jahre Vorsitzender des Auslandspresseclubs für Italien, einer sehr, sehr traditionellen Institution, der er sogar mitgeholfen hat, dass sie nicht geschlossen wird. Ganz, ganz herzlich willkommen, Tobias Piller. Guten Abend. Guten Abend, ich grüße Sie. Wie geht's Ihnen? Ja, im Moment ist alles ruhig in Rom, aber es gibt viele Demos und viel politische Turbulenzen, die uns bevorstehen noch. Wurden schon die ersten Touristen gesichtet? Nein, noch keine. Noch denken alle, man kommt nicht durch Österreich, obwohl angeblich gar keine Kontrolle so richtig ist am Brenner. Ja, es ist ja so, dass seit dieser Woche Reisen nach Italien erlaubt sind. Erst war es ja aus vielen anderen Ländern schon so und jetzt neuerdings eben auch aus Österreich, wie ich gelesen habe. Aber noch ist Rom wahrscheinlich relativ ausgestorben, wenn die ganzen Touristen nicht da sind, oder? Wie geht es Ihnen da? Rom hat normalerweise zig Millionen von Übernachtungen von Leuten, die einen kurzen Städtetrip nach Rom machen. Und dieser ganze Tourismus ist einfach verschwunden. Es gibt eben nicht die endlosen Schlangen von kleinen schwarzen Minibussen, wo Japaner drin sitzen und die großen Kolonnen von Pilgern, die dort die Stadt laufen und so weiter. Und die vielen Restaurants, wo die Leute dann essen gehen. Jetzt auch natürlich die Supermärkte, wo die Leute immer eingekauft haben, weil sie sich ein Apartment gemietet haben, alles leer und es wird wohl auch nicht sich so richtig beleben, denn im Moment redet man ja darüber, dass man vielleicht Tourismus am Meer haben kann, wo die Leute am Strand dann auseinandergesetzt werden, aber ich sehe noch nicht so richtig, wie man jetzt in Italien den Städtetourismus vorne dran wieder hat. Ich sehe eher eben, dass man ja mehr Badetourismus und sowas hat, aber da ist Italien ja nicht mehr so stark, nicht mehr so konkurrenzfähig. Da hat sich Italien nicht so entwickelt. Und von Rom aus gesehen ist es halt so, dass die Restaurants, die römische Kunden haben, die konnten wieder früher aufmachen. Da geht man jetzt langsam wieder essen und zwar nur dort, wo man draußen sitzen kann. Okay. Wer mit Familie kommt, kriegt einen kleinen Tisch. Wer mit Freunden kommt, kriegt einen großen Tisch, damit man weiter auseinandersitzt. Ja, aber die Leute, die bisher die Touristen so ein bisschen, sagen wir mal, ausgenommen haben mit dem Menu Touristico, die haben natürlich auch keine Freunde unter den Römern und die brauchen auch nicht aufzumachen. Interessant. Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich bin gespannt, wie viele Leute sich dann trotzdem noch aufmachen werden.
in den nächsten Monaten nach Italien. Immerhin ist es ja nach Spanien das zweitliebste Land innerhalb von Europa für Deutsche, die ihren Urlaub dort verbringen. Was ich Sie aber zu Beginn fragen wollte, ich habe gerade erzählt, Sie waren ja, sind ja schon seit über 3 Jahrzehnten in Italien, in Rom, in der Hauptstadt. Wie haben Sie so rückblickend jetzt die letzten 2, 3 Monate in Erinnerung? Wie haben Sie das alles erlebt? Ja, ich bin seit 92 da. Man kann auch sagen, ich erlebe gerade die 19. Regierung. Ja. Das ist so hier der Gradmesser. Es war nie langweilig, es war nie in dem Sinn immer eine totale Wiederholung. Ja, Italien sieht man jetzt gerade wieder von zwei Seiten. Dieser Lockdown, der kam am 10. März, der kam in einem Zeitpunkt, als alle dann auch ziemlich viel Angst hatten, als man dann auch sehr diszipliniert war. Also die Italiener haben diszipliniert sich immer wieder ein neues Formular vom Seite des Innenministers heruntergeladen. Es gab insgesamt 6 verschiedene Formulare für 2 Monate, wo man dann praktisch eine Selbstauskunft ausfüllen musste, wo man hingeht, warum man da hingeht, Passnummer und so weiter. Und da gab es kein Gemurre, keinen Widerspruch. Die Stadt war total leer, es gab keine Autos. Und ja, jetzt, man hat mehr Disziplin erlebt in Italien, als es je denkbar war. Und jetzt als Kontrast dazu, jetzt geht es wieder ein bisschen mehr rund. Jetzt ist in vielen Gegenden wieder das alte Chaos und vor allem in der Politik ist wieder das alte Chaos. Denn die Politik war für fast 3 Monate eingestimmt auf Corona-Krise. Am Anfang hatten die Leute, die Politiker hier noch den Virus als eine Gelegenheit benutzt, um viele, viele Interviews und Fernsehauftritte zu haben. Das hat sich dann schnell gelegt, als man gesehen hat, es ist wirklich ernst. Und danach war dann der Ministerpräsident eine Figur, die in dem Sinn auch die Führung übernommen hat. Der hat man das auch abgenommen, dieser Figur. Aber jetzt kommen wieder die Koalitionsstreitigkeiten. Jetzt will man eben nicht, dass der Ministerpräsident so diese Rolle des italienischen Churchill irgendwie anstreben könnte überhaupt nur. Und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Genau, diese Frage ist ja auch die ich vorhin schon angedeutet habe, die gerade in dieser Woche sehr spannend ist. Denn in dieser Woche gibt es ja die sogenannten Stati Generali in Italien. Vielleicht können Sie uns erstmal so ein bisschen einführen, was genau passiert da denn eigentlich? Warum wird es gerade in dieser Woche so spannend? Ja, der Punkt ist gerade der, die Frage ist, was soll denn jetzt mit dem ganzen europäischen Geld geschehen? Also man bekommt die Aussicht auf 170 Milliarden aus dem Europäischen Zukunftsfonds, dann gibt es ja noch die Chance auf 36 Milliarden Euro aus dem ESM, 20 Milliarden alter EU-Mittel, die nicht ausgeschöpft worden sind. Dann aus diesem Arbeitslosengarantiefonds will man auch noch Geld haben, nochmal 20 Milliarden. Also sagen wir mal, rund um 250 Milliarden Euro ist ja eine ganze Menge Geld. Und das muss man aber jetzt irgendwie sinnvoll ausgeben. Da gab es natürlich schon die Stimmen vom Ministerpräsidenten selber, aber auch vom Führer der Demokratischen Partei. Also die sind nicht richtig Sozialdemokraten, aber man kann sagen Mitte links. Und diese Partei, der Parteiführer hat auch gesagt, also entweder wir haben jetzt die kleine Italietta, so das zu belächelnde Italien, oder wir sind eben ein ernstzunehmendes Land, aber da müssen wir was Sinnvolles draus machen. Und nicht nur das Geld irgendwie in Wahlgeschenke, Klientelpolitik ummünzen, weil das Geld ist dann irgendwie verbraucht und dann haben wir nichts gemacht für unsere langfristige wirtschaftliche Entwicklung. Ja, und jetzt stecken ja diese Woche quasi die klügsten Köpfe des Landes. Ja, da ist aber eben gerade das Problem, weil es gab während dieser ganzen Zeit, dieses Lockdown, gab es also schon jede Menge Beratungsstäbe, Beraterstäbe und es gab auch einen Beraterstab für den Ministerpräsidenten unter Führung eines sehr prestigeträchtigen italienischen Manager namens Colao, der war der Chef des Vodafone-Konzerns und war da sehr angesehen und hatte jetzt Zeit, da kostenlos einzuspringen und da eine Kommission zu leiten. Der hat jetzt gerade 100 Vorschläge vorgelegt mit seiner Kommission, aber das passt eigentlich nicht mehr so ins Bild.
das wird jetzt in der Versenkung verschwinden. Und der Ministerpräsident hat gesagt, nee, ich mache jetzt die Generalstaaten. Also praktisch so ein Schaulaufen von allen, die jetzt ein großes Brainstorming machen sollen. Aber genau damit kam man nicht gut an. Warum? Zum einen ist natürlich so, dass der Begriff Generalstaaten nicht so toll gewählt ist, weil man erinnert sich hier an die Generalstaaten, die König Ludwig der 16. von Frankreich kurz vor der Französischen Revolution einberufen hat. Die haben da nichts geschafft, aber das endete damit, dass er geköpft worden ist. Und man sagt, ja, wird jetzt Conte auch politisch geköpft hinterher? Das ist ja noch das Bonmot drumherum. Aber die nächste Frage ist natürlich, es gibt viel Unzufriedenheit unter den Italienern, weil man eben so viel Rhetorik gehört hat und weil das alles in der Praxis nicht funktioniert. Die Leute warten hier immer noch auf das Kurzarbeitergeld vom März. Ja. Und viele Unternehmer, denen man also Staatsgarantien für einen Kredit versprochen hat, die warten immer noch auf den Kredit. Und deswegen gibt es hier Unzufriedenheit und man sagt, wozu die ganze Rhetorik? Nur so ein Schaulaufen, wo jeder sich ins Schaufenster stellt und sagt, was bin ich für ein toller Hecht? Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Anderswo in Deutschland, da gab es schon das Konjunkturpaket, das ist schon längst beschlossen, es wird schon wieder umgesetzt. Und in Italien, da fangen wir jetzt wieder ganz von vorne an und überlegen, was wollen wir denn eigentlich? Und dann ist Und natürlich wie, die Frage, bei wenn dieser Frage, was wollen wir denn eigentlich, was glauben Sie, was wollen die Bürger, beziehungsweise was brauchen die Bürgerinnen und Bürger am dringendsten jetzt von der Politik? ja, es gibt für viele Dutzend Milliarden Euro, die Rechenweisen sind ganz verschieden, eben öffentliche Investitionsprojekte, die alle irgendwo festgefahren sind, weil irgendwelche Beamten das nicht unterschreiben, weil irgendwie am Verwaltungsgericht was nicht entschieden wurde. Und das ist zum Beispiel ein Punkt. Es gibt natürlich die Frage des Steuersystems, das ist total zersplittert. Also die abhängig Beschäftigten, die haben eben so ein Steuersystem, so ähnlich wie in Deutschland, in verschiedenen Stufen, aber für andere Einkommensarten, da muss man eben dann immer nur einen Pauschalbetrag bezahlen. Das ist alles irgendwie total zerfleddert. Dann ist natürlich auch die Frage, was ist mit Gesundheitswesen, Bildung und einfach der Konkurrenzfähigkeit Italiens als Wirtschaft und schließlich auch der Tourismus. In dem Bericht von Vittorio Colao, vom Ex-Vodafone-Chef, da steht eben auch drin, ja, Tourismus ist eigentlich der Brand, das Markenzeichen des Landes, aber ist eben veraltet. Und da bin ich ganz seiner Meinung. Ich hatte ja gerade vorhin gesagt, Badetourismus in Italien ist eben eigentlich ein bisschen veraltet, ja, ist aus den früheren Jahrzehnten. Ist denn bei dieser Woche, wo es ja eben auch viel um die Frage geht, wie verteilen wir eigentlich das Geld von der EU? Jetzt geht es ja akut um diese 170 Milliarden Euro. Ist da auch so ein bisschen die Frage drüber, dass man sich überlegt, okay, wir müssen aber auch aufpassen, denn die EU, vor allem diese sparsamen Staaten, werden ja genau darauf schauen, was Italien damit macht. Also erzeugt das so einen zusätzlichen Druck, auch dem Willen der EU da irgendwie gerecht zu werden? Ja, eben, es gibt die einen Politiker, eben Conte oder na, den Vorsitzenden der Demokraten, Zingaretti, die meinen, wir müssen jetzt wirklich was Sinnvolles, Langfristiges draus machen. Aber da ist eben auch ein Stück Politik drin, denn Conte will gerade dieser Generalstaaten deswegen, weil er sich dann aufschwingen will zu dem, der praktisch über der ganzen Langfriststrategie von Italien thront. Und das wollten natürlich die Parteien nicht. Die sagen, um Gottes Willen, da will der jetzt ganz alleine als wirklich der Führer der Nation weitermachen. Und das lassen wir natürlich nicht zu. Und dann gibt es auf der anderen Seite in der Opposition und bei dieser Protestbewegung der Fünf Sterne, die ja die meisten Parlamentarier hat, bei denen gibt es eben die Frage, was machen wir mit dem Geld, nützliches für unsere Wähler? Wir wollen mit dem Geld Wählerstimmen kaufen. Am besten, wir machen jetzt eine Flat Tax und wir machen jetzt für 2 Jahre einfach niedrige Einkommensteuer und viele, viele kleine Wahlgeschenke. Und dann wird gewählt und danach nach uns die Sintflut. Ja. Das ist eben die andere Versuchung, die man überall hier sieht. Und es ist ja so, dass gerade die Rechten, die Lega,
der Meinung war, Europa hilft nicht, Europa ist eigentlich ein Feind Italiens, wir müssen aussteigen aus dem Euro, wir müssen aussteigen aus der Europäischen Union. Die behaupten jetzt irgendwie hilfsweise immer noch, das Ganze sei eine Falle, da stellen andere Leute Bedingungen. Italien sei doch immer Nettozahler gewesen in der EU, also werde man auch beim Zurückzahlen der ganzen Fonds, die jetzt verteilt werden, auch Nettozahler sein, also was soll das Ganze? Und die sagen, also es gibt nur eine Bedingung, eine Möglichkeit bei Europa zu bleiben, ist irgendwie, wenn es Geld regnet, wenn die Europäische Zentralbank Geld druckt bis zum geht nicht mehr, Staatstitel Italiens einfach aufkauft und die dann in der Bilanz der EZB in Frankfurt wieder ausbucht und die dann praktisch ja, monetisiert, als hätte es diese ganzen Staatstitel nie gegeben. Das ist vielleicht nicht gerade die nordeuropäische Vorstellung der Dinge, aber es ist natürlich für die italienische Wählerschaft irgendwie ein schöner Traum. Lasst es Geld regnen und dann wird alles besser. Und wenn Sie jetzt diese Stimmung gegenüber Europa und auch gegenüber der europäischen Solidarität mal rekapitulieren, Sie haben gerade schon gesagt, es gibt so ein paar Stimmen, vor allem aus der populistischen Ecke, die sagen, vielleicht steckt auch da wieder was Negatives hinter. Und als die Corona-Krise ja auf dem Höhepunkt war, habe ich wahrgenommen, dass Italien es manchen Ländern im Norden, auch Deutschland, übergenommen hat, dass nicht genügend Hilfsgüter, zum Beispiel Masken, geschickt wurden. Irgendwann gab es ja einen Stopp, weil gesagt wurde, wir haben selber nicht genug. Dann aber hat ja Deutschland zum Beispiel Dutzende Patienten aus Italien aufgenommen. Ich weiß nicht, ob das wahrgenommen wurde. Also wie schätzen Sie dieses Verhältnis ein während Corona? Was hat das für die europäische Solidarität, was hat das damit gemacht? Ja, Deutschland ist zum einen für Jahre jetzt der Buhmann gewesen. Und zwar schon seit Berlusconi, seit dem früher demokratischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi. Der hat ja immer gesagt, es gibt so viel Austerität in der Europäischen Union und deswegen dürfen wir nicht Geld ausgeben. Aber er hat in 4 Jahren 80 Milliarden Euro mehr Defizit gemacht, als er selber ganz am Anfang angekündigt hatte. Das waren alles rhetorische Argumente. Aber Deutschland ist leider nicht so gut in Kommunikation, in internationaler Kommunikation. Und dann gibt es auch deutsche Politiker, die sprechen dann die eigenen Wähler an und vergessen dann die ausländischen. Können Sie uns da ein Beispiel für geben, wo Sie sagen, da ist dann Deutschland auch innerhalb von Corona vielleicht nicht so geschickt vorgegangen und wurde noch mehr zum Boomer? In dieser Corona-Krise waren natürlich überall die Situation, dass die Länder untereinander Konkurrenten waren, um gewisse Produkte wie Masken, Beatmungsgeräte. Am Anfang gab es eben auch in Deutschland diesen Reflex, wir blockieren Export von allen Masken und Beatmungsgeräten. Das kam in Italien nicht so gut an, weil da auch eine Lieferung nach Italien blockiert worden war. Und das wurde in Italien und den Deutschen immer hinterhergetragen. Und dann gibt es hier einen bekannten Arzt, der hier durch alle Fernsehshows zieht. Und davon gibt es ganz viele und immer behauptet, der Virus kam aus Deutschland. Ja. Da gab es ja den Fall mit der Chinesin, die nach München kam, zu Webasto. Aber in München wurde ja dieser Fall gerade eingegrenzt. Und in München gab es in den folgenden Tagen dann keine Ansteckung. Und dieser Professor behauptet immer noch, ja, aber der Virus ist irgendwie über die Alpen geflogen und die Deutschen sind schuld dran, dass wir hier so viele Tote in der Lombardei haben. Leider ist es auch so, dass auch da Anfragen in Deutschland unbeantwortet bleiben, weil es ist natürlich die Frage, wie viele Italiener waren denn mit der Chinesin, die aus Shanghai nach München geflogen ist, im Flugzeug? Wie viele sind dann umgestiegen? Wie viele Leute sind überhaupt über Deutschland, von China über Deutschland nach Italien gereist? Das ist eine beliebte Route. Nur um da ein paar Beispiele zu sehen, da wird das null Kommunikation. Es ging auch dann weiter noch, diese ganze Katastrophe. Deutschland hat nämlich dann eine ganze Lieferung von 7 Tonnen Hilfsmaterial nach Italien geschickt. Aber während in jeder kubanische Arzt vom Außenminister begrüßt wurde, als Kuba Ärzte schickte und Russland hat Ärzte geschickt oder eigentlich Militärärzte und viele andere haben Lieferungen geschickt, die wurden alle persönlich begrüßt am Flughafen, Deutsche eben nicht. Und auch das deutsche Wirtschaftsministerium hat leider nicht freigegeben die Liste der Güter, die überhaupt in dem Flugzeug drin war. Da sind Leute hier in Rom verzweifelt, weil sie keine Gelegenheit hatten,
überhaupt mitzuteilen, was jetzt eben geliefert worden ist. Und jetzt die Quintessenz war dann, am Schluss hat also die Region Lombardei einen emotionalen Dankesfilm gemacht. Danke an all die Länder von Albanien bis Ukraine und Norwegen und so weiter. Aber Deutschland ist nicht dabei. Ja. Okay, ja, diese Stimmung hat sich ja auch dann wirklich fundamental niedergeschlagen. Ich habe da mal eine Umfrage gefunden, die gemacht wurde, als Italiener gefragt wurden nach den Freunden in der Krise. Und im vergangenen Jahr waren dann natürlich ja, die europäischen Verbündeten, Spanien, Frankreich, Deutschland weit vorne. Aber aktuell, die Umfrage ist von April, ist China zuerst genannt, dann Russland und die USA und erst ganz zuletzt Frankreich, Deutschland und Spanien. Erklären Genau. Sie sich das auch langfristig oder ist das eher eine kurzfristige Sache? Also Sie haben sie sogar parat. Ich habe sie vor mir, ja. China, unsere Freunde, befreundete Länder, China, 52% plus 42% seit 2019. Russland 32% plus 17% seit 2019. Unsere Feinde Deutschland 45%, Frankreich 38%. Ja. Das klingt sehr drastisch, Herr Piller. Glauben Sie, dass das eine langfristige Stimmung ist oder eher ja, eine heftige Reaktion während der Krise? Ja, da sind zwei Faktoren zusammen. Zum einen die Rhetorik in der Krise und zum anderen die ganz langfristige Rhetorik. Die Deutschen sind dran schuld, dass es uns so schlecht geht. Und da kann man natürlich sagen, da gibt es unglückliche Rhetorik, andere Interessen, aber eben also unglückliche Rhetorik deutscher Politiker, andere Interessen und dann eben auch null Kommunikation aus Deutschland. Also gute italienische Korrespondenten kriegen halt so gut wie nie ein Interview mit der Kanzlerin, sagen wir mal, um einfach mal da anzufangen. Aber es ist eben auch viel einfach Stimmungsmache in Italien, weil man die Themen nie bis in die Tiefe behandelt. Man sagt, der deutsche Handelsüberschuss hat uns eben arm gemacht und da kann man dann, könnte man in der Tiefe argumentieren, aber das wollen Italiener nicht. Das wird nie in einer Fernsehdiskussion, auch wenn ich selber dabei bin, gibt es nie die Gelegenheit, mehr als einen Satz dazu zu sagen und dann müsste man ja wie in deutschen Diskussionen dann mal sagen, also dann reden wir mal 10 Minuten drüber. Es geht nicht, weil man will ja eigentlich nur die Phrasen dreschen und die Anschuldigungen haben. Und ja, da gibt es also viel aufzuarbeiten. Das kann man nicht in einem Tag. Hier kommt direkt eine Frage aus unserem digitalen Publikum von Facebook, Herr Piller. Da gibt es die Frage an Sie, welche Bedingungen Ihrer Meinung nach Brüssel stellen sollte, wenn es um diese Gewährung von Krediten und von den Zuschüssen geht, die Italien erhält? Ja, man sollte versuchen, nicht bürokratisch zu sein, aber doch zu schauen, was aus dem Geld wird. Es gibt eben viele Programmmittel, die in Italien in der Vergangenheit nicht gut eingesetzt worden sind. Ein drastisches Beispiel ist eben sind die europäischen Mittel für die Ausbildung, für die Berufsausbildung. Aber diese Berufsausbildungsprogramme, die waren eigentlich immer ein Witz. Die dienten nur dazu, dass man einer kleinen Klientelgruppe dann für einen gewissen Zeitraum, für ein Jahr, 600 Euro im Monat als praktisch Salär bezahlt hat. Und dann hatten irgendwelche Unternehmer, Ausbilder dann eingesetzt und konnten dann wieder eben auch ihre Freunde als Ausbilder bezahlen oder irgendwelche Klientel von Politikern. Das ging so weit dann, dass ein Abgeordneter, ein ehemaliger Abgeordneter inzwischen, dann diese ganzen Ausbildungskurse in Sizilien nur noch auf dem Papier gemacht hat und eigentlich dann überhaupt niemand mehr ausgebildet wurde. Und dann hat eben die Frau, die offiziell Inhaberin des Ausbildungsunternehmens, des Ausbildungsveranstalters war, die hat dann 11 Millionen, wenn ich es richtig erinnere, auf die Seite geschafft. Ja, das zeigt nur, Ausbildungsprogramme waren zum Beispiel von der Intention her ganz toll, aber vom Effekt her eigentlich nur eine Möglichkeit, Geld an Klientel zu verteilen, ohne dass es irgendwelche ökonomische Effekte hatte. Das ist das, was wir eben nicht wollen, sondern lieber den großen Wurf an Infrastrukturprojekten mit den schnellen Zügen bis nach Sizilien und jetzt ist wieder im Gespräch die Brücke über die Straße von Messina.
Bin ich ganz dafür. Lieber ein paar große Projekte, als in vielen kleinen Kanälen das Geld versickern zu lassen, wo man dann auch nicht hinterher sehen kann, was denn jetzt daraus geworden ist. Und wie Möglichst kann man denn schaffen, alles. wenn ich da mal kurz einhaken darf, wie kann man denn schaffen, solche Fauxpas, wie Sie es gerade geschildert haben, mit dem Geld für Ausbildungsprogramme nicht zu wiederholen, sondern sicherzustellen, dass das Geld auch dort ankommt und dort verwendet wird, wofür es gedacht wurde? Ja, das Risiko entsteht dadurch, dass ja die einzelnen Mitgliedsländer ihre eigenen Programme aufstellen können und dass die dann irgendwelches Klein-Klein draus machen. Dann waren eben Fördergelder für die Entwicklung in Sizilien umgesetzt, indem dann die Bürgermeister die einen Straßenbeleuchtung und die anderen Fußballplatz gemacht haben und die dritten irgendein Industriegebiet, wo nie ein Unternehmen sich angesiedelt hat, aber der ehemalige Bürgermeister ein mega Geschäftsführergehalt gekriegt hat. Das ist besser, man macht große Projekte aus meiner Sicht und nicht viel klein-klein. Und man Großprojekte heißt auch eben nicht nur Infrastrukturprojekte, sondern eben einen großen Wurf an Förderung für Universitäten oder an Sozialausgaben oder an Schulprogrammen oder an Programmen zur Erdbebensicherung, aber nicht 3000 kleine Kleckerprogramme, die man dann nicht überschauen und kontrollieren kann. Wir kommen schon langsam zum Ende dieses sehr interessanten Gesprächs, Herr Philipp. Was mich noch interessieren würde, wenn man jetzt mal den Spieß umdreht, Sie haben ja gesagt, Deutschland hat auch nicht alles richtig gemacht. Es gab viel Nichtkommunikation, was dann für Verständnislosigkeit wiederum in Italien gesorgt hat. Was würden Sie denn sagen, ist das Entscheidende, das wir auch machen können, um Italien, um die Italiener besser zu verstehen? Ja, man muss aus meiner Sicht schon kommunizieren. Einerseits, dass Italien viel Potenzial hat. Italien hat eben ein großes Potenzial im Norden mit Unternehmen, die immer noch sehr flexibel sind, in Netzwerken arbeiten, wo man auch viele kleine Unternehmen zusammenspannen kann und mit kleinen Unternehmen große technische Leistungen bringen kann. Italien hätte Riesenpotenzial für Tourismus im Süden, aber wenn ich das so vergleiche mit Griechenland, ist der Süden Italiens hoffnungslos hinterher, seit 30 Jahren im Stillstand. Also könnte man den Italienern ein bisschen mehr sagen, wo ihr Potenzial steckt, dass sie Potenzial haben, aber man darf um Gottes Willen nicht sagen, wir bezahlen euch jetzt dafür, dass ihr keine Reformen macht, nur weil ihr so laut geschrien habt. Und würden Sie denn grundsätzlich sagen, dass die Italiener anstatt immer mehr Geld vielleicht gar nicht so viel Geld, sondern eher mehr Reformen brauchen, um wirtschaftlich wieder nach vorne zu kommen? Ja, das sehen jetzt sogar die italienischen Politiker. Bis vor kurzem hat man ja nur gesagt, wir brauchen Geld. Und jetzt haben die dadurch, dass man wirklich großzügig war, dieses Problem, dass sie sagen, jetzt müssen wir uns rechtfertigen. Das ist neu, dass man sich hier eben Gedanken darüber macht, wie man sich rechtfertigt für die Ausgaben, zumindest in einem Teil der italienischen Politik. Und das muss unbedingt aufgegriffen werden. Denn man kann natürlich sagen, auch Ministerpräsident Conte hat nur schöne Worte gemacht, als er gesagt hat, es hängt jetzt davon ab, wie man das Geld ausgeben will. Wenn unser Gewicht auch in Europa wird davon abhängen, weil wenn wir jetzt nur weiterhin diejenigen sind, die das Geld verschleudern in Wahlgeschenken, Klientelpolitik ganz kurzfristig, dann wird man uns wirklich nicht mehr anschauen und dann haben wir in Zukunft nichts mehr zu melden. Und diesen Punkt, der vielleicht sehr rhetorisch ist, aber den kann man richtig aufgreifen und da kann man dran weiterarbeiten. Es gibt zumindest rhetorisch also eine gute Absicht und es hängt jetzt davon ab, dass man die Italiener in dieser guten Absicht unterstützt, auch wenn sie jetzt ein bisschen lang brauchen, spät dran sind und vielleicht viel Unterstützung brauchen, um überhaupt das Ganze in Bewegung zu kriegen, weil auch wenn die mal so ein Dekret machen, also das deutsche Konjunkturpaket wurde hier bewundert, 15 Seiten. Und da waren ja nur so Stellschrauben, die auch ein bisschen großzügig verändert worden sind. In Italien erfindet man immer das Rad neu. Dann gibt es 250, 300 Seiten Regierungsdekrete mit vielen Punkten. Und dann braucht man noch 95 Durchführungsbestimmungen, die manchmal für sich wiederum Monate brauchen. Also, das sind alles Dinge,
wo man nicht als Deutscher, aber vielleicht mit Blick auf andere Länder sagen können, wie wäre es denn mit ein bisschen Benchmarking und wie wäre es denn, wenn ihr da manche alten Gewohnheiten jetzt aufgibt? Wie ist denn Ihre Prognose angenommen? Wir würden in 6 Monaten nochmal sprechen zum Ende dieses Jahres. Glauben Sie, dass dann Italien einmal wirtschaftlich besser, reformierter dasteht und ob das auch das Verhältnis zum Rest Europas sich verbessert hat? Es hängt jetzt sehr viel ab von der Politik. Die Politik ist eben so in dieser Situation, dass man einerseits total zerstritten ist. Es gibt eben die Demokraten, die die undankbare Rolle der staatstragenden Partei haben. Dann gibt es diese Fünf-Sterne-Bewegung total balkanisiert in die linken, unternehmensfeindlichen Leute, in die rechten, die eigentlich der Lega beim Populismus Konkurrenz machen wollen. Da weiß man nicht, was da draus wird. Und andererseits hängt man in der Luft, weil man weiß im Moment, dass es keine Alternative zu diesem Ministerpräsidenten Conte gibt. Es gäbe keine andere Koalition. Aber es gibt auch viele Abgeordneten, gerade bei dieser Fünf-Sterne-Bewegung, die wissen, dass sie, die aus der Arbeitslosigkeit gekommen sind und jetzt 10.000 Euro als Abgeordnete verdienen, dass sie nachher wieder in die Arbeitslosigkeit zurückkehren und die wollen lieber dieses Gehalt noch bis 2023 beziehen. Aber so richtig handlungsfähig ist man nicht und es droht jetzt eben im Herbst eine Zeit der Arbeitslosigkeit, eine Zeit der Proteste und da muss Italien erstmal drüber wegkommen. Ich sehe jetzt also noch nicht die rosige Perspektive, dass man sich zusammenrauft und die Reformen, die seit 30 Jahren anstehen, jetzt macht. Denn Reformen heißen ja auch erstmal politische Kosten. Man könnte natürlich eben das Ganze so ausbalancieren, dass man sinnvolle Sozialreformen, die die politischen Kosten etwas dämmen, kombiniert mit Investitionen in die Zukunft. Dieses Mal gäbe es auch dafür genügend Geld, aber man muss in dem Sinne den Italienern ganz konkret folgen und schauen, was daraus wird und in dem Sinne jetzt langsam Ansprüche stellen, dass sie dann in dem einerseits machen, wie sie es für richtig halten, aber andererseits, dass sie auch ein bisschen Rechtfertigungsdruck spüren und dass sie gegenüber dem Rest Europa ja dann berichten regelmäßig, was sie machen. Es ist ja nicht nur die Politik, bei der man sich rechtfertigen muss, sondern es sind ja eigentlich auch die Finanzmärkte. Italien hat 134% oder sagen wir 135 Prozent Schulden zu Bruttoinlandsprodukt gehabt am Ende von 2019. Die Italiener werden am Ende 2020 bei etwa 160% sein. Und das kann man finanzieren. Zum einen natürlich mit Hilfe der Europäischen Zentralbank, was dann manchmal fragwürdig sein kann. Das kann man andererseits finanzieren, wenn die Märkte dran glauben, dass die Italiener was Sinnvolles machen mit den Geldern und dass sie aus der Krise wieder rausfinden, dass sie ihr Potenzial nutzen. Wenn aber dann sich der Eindruck verstärkt, dass das Geld nur verschleudert wird und dass man dann bei 160% Schulden wieder da ist, wo man früher schon mal war und dass sich grundsätzlich nichts geändert hat, dann wird Italien natürlich in eine Krise stürzen und das würde dann dazu führen, dass man 2021 dann irgendwann die Troika schickt. Und das ist ja in dem Sinne der große Buhmann, die Troika wie in Griechenland. Man wolle Italien niedermachen und so weiter. Aber in dem Sinne, es ist in der Hand der Italiener. Vielen, vielen Dank für diese spannende Einschätzung und dieses lebendige Gespräch, Herr Piller. Ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer dank Ihnen jetzt richtig Lust auf Italien bekommen. Vielleicht können Sie uns ganz kurz zum Schluss noch einen Geheimtipp verraten, was man noch nicht so auf der Karte hat, wo man mal in Italien einen schönen Urlaub verbringen kann. Ja, mein Geheimtipp ist Sizilien. Sizilien hatte ja viele Herrscher. In Sizilien waren die Griechen, die Römer, die Araber, die Normannen, die Franzosen, die Spanier. Von daher gibt es ganz verschiedene Kulturen. Es gibt ganz unterschiedliche auch Küche. Es gibt
ein Erfolgsprojekt der sizilianischen Wirtschaft, das ist der Wein. Und man muss natürlich dann ein bisschen sich umsehen, wie man sich zurechtfindet in einer Gegend, die touristisch zwar ein bisschen lebendiger geworden ist, aber nicht so erschlossen, wie man sich das jetzt in einem Reisekatalog vorstellen würde. Vielen, vielen Dank für diesen abschließenden Tipp. Das war KAS Konkret für heute, Folge 10 über europäische Solidarität. Wir konnten viele Fragen klären. Dankeschön für das spannende Gespräch, Tobias Piller, und an euch da draußen bei Facebook, bei Instagram fürs Zuschauen, fürs Zuhören und Mitdiskutieren. Wir sehen uns kommende Woche Dienstag wieder, gleiche Zeit, gleicher Ort, 18 Uhr. Dann sprechen wir mit Christiane Wopen, einer Kölner Medizinethikerin, unter anderem über Freiheit und Rechte aktuell und auch über die Entwicklung eines Impfstoffes und welche ethischen Bedenken es dabei eigentlich gibt. Ich freue mich schon sehr drauf und wünsche euch allen jetzt einen wunderschönen Abend. Das war Maximilian Norwald aus Köln. Bis bald, wir sehen uns. Tschüss.